Hamburger Musikern, für Hamburger Musiker. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Wir bei Hamburg Stream haben den Kopf voller Pläne für dieses Jahr. Wir haben uns vorgenommen, das ganze Jahr für euch da zu sein, mindestens einmal die Woche. Und für die nächste Zeit werden wir sogar zweimal die Woche, immer mittwochs und sonntags, ein Konzert für euch auf die Beine stellen. Unser Plan im Moment ist der, dass wir eine Serie von Duetten präsentieren. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute eine Formation am Start haben, die das allererste Mal in der Form live auf der Bühne steht. Das habe ich mir nämlich schon lange geträumt, dass ich sagte, ja, lass uns doch mal etwas wirklich ganz Neues machen. Das haben wir heute. Und ich freue mich, dass es zwei junge Musiker sind, die ich das letzte Mal gesehen habe, als ich Juror sein durfte bei Jugendjazz. So geht die Zeit. Bevor Pascal Jaho und Finn Vidal anfangen zu spielen, möchte ich mich bei euch bedanken für den Support. Und denkt dran, auch diesmal auf hamburg.stream, www.hamburg.stream, da könnt ihr spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Und wir danken allen, die Hamburg Stream möglich machen, alle Freiwilligen bei der Jazz Federation Hamburg, das tolle Team hier im Studio, Wolf Kerschek mit dem Studio, die Alfred Töpfer Stiftung, die die dritte Staffel, die jetzt läuft, unterstützt hat. Viel Spaß mit Pascal Jaho und Finn Vidal. Mm-hmm.
Thank you.
Hallo und guten Abend, nun auch von uns. Wir freuen uns sehr, hier spielen zu dürfen. Und ich habe auch gehört, wir sind die Ersten in diesem Jahr. Also nochmal auch ein frohes neues Jahr von uns. Und bevor ich was zur Musik sage, dieser Raum, er sieht, als ich hier reingekommen bin, es war umwerfend. Und jetzt, nachdem alles eingerichtet wurde, ist es noch umso umwerfender. Also schon mal an alle, die da beteiligt sind, einen großen Dank und auch ein großes Lob. Und ich hoffe, ihr könnt das alle genauso sehen. Nun aber zur Musik. Christoph hat es ja schon gesagt, also wir sind das erste Mal in dieser Formation öffentlich nun zu sehen. Und das auch in dieser Zeit und über einen Livestream. Und das sind so viele Dinge auf einmal, ich kann es noch gar nicht fassen. Aber es ist schön, dass es diese Plattform gibt. Und wir haben das Konzert mit einem Stück von Finn gestartet und es wird auch mit Finns Stücken hauptsächlich weitergehen. Und zwar war das erste Stück Tevat. Das steht für Thursday Evening Without a Title. Das zieht sich auch nochmal mit der Titellosigkeit durch die Stücke, aber da komme ich noch zu einer ganz anderen Sache. Und zwar haben wir hier ein schönes iPad liegen und da sehe ich besonders herauszuhebende Nachrichten, Fragen, Anmerkungen an uns und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch reagiert und mit uns in Kontakt steht, was fast schon widersprüchlich ist für so ein Online-Konzert, aber so ist das jetzt. Und genau, wir machen dann auch weiter mit einem nächsten Stück von Finn. Das müsste wahrscheinlich Without a Title heißen, weil ich nicht weiß, wann es geschrieben wurde. Aber ja, viel Spaß erstmal weiterhin. Thank you.
Genau, das war No Title. Und falls jemand sich jetzt dazu berufen fühlt, einen Titel für dieses Stück zu vergeben, könnt ihr das gerne natürlich in den Chat schreiben. Und vielleicht sehen wir das dann auch und vielleicht übernimmt Finn das dann auch und findet das so zutreffend, dass er ja, dieses Stück zukünftig nicht mehr unter dem Namen No Title oder wie auch immer vorspielt. So, und ich sehe auch, wir haben ganz viele Kommentare. Zuerst einmal finde ich das dafür, dass es hier sehr leer ist und ich überhaupt keine Reaktion spüre, umso eindrucksvoller zu sehen, dass circa 80 Leute gerade live dazu geschaltet sind. Und ja, und ich sehe, das Tablet kommt gar nicht mit den ganzen, mit dem ganzen Applaus, der da kommt. Und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und natürlich läuft dieser Stream und das Ganze nicht einfach so ab. Es ist nicht einfach irgendwo raus entstanden. Da ist auch viel Geld im Spiel. Und damit auch wir als Musiker nicht leer rausgehen, könnt ihr unter hamburg.stream ganz fleißig spenden. Und ich sehe auch schon, da sind 200 Euro bereits eingegangen. Und ja, da gibt es kein Limit. Also, wenn ihr euch jetzt ransetzt, könnt ihr spenden. Genau, und wir machen weiter mit einem Stück tatsächlich von mir, das hat sich da noch eingeschlichen. Es heißt, ich habe es unter dem Namen Dramatic getauft, aber über die Proben hat sich ein Hang zur französischen Sprache bei Finn gezeigt, der, sodass wir es jetzt immer unter dem Namen Dramatik laufen lassen. Genau, das Stück. Ja, spielen wir jetzt. Mm-hmm.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
So, das war Mayfly von Finn. Ein weiteres Stück von Finn. Genau. Und Maifliege, was kann man sich darunter vorstellen? Ich glaube, es ist, wir haben im Mai, haben wir das erste Mal mehr für uns persönlich ein paar Stücke aufgenommen gehabt und da hatte dieses Stück natürlich auch noch keinen Namen. Aber ich meine, wofür braucht man Namen, wenn man auch schon genug durch das Stück aussagt? Aber dieses Stück hat dann diesen Titel bekommen im Mai, als wir im Mai auch aufgenommen hatten. Und wäre dies jetzt ein Konzert mit euch hier direkt vor uns und wir würden den Applaus hören, würde ich jetzt sagen, das ist das letzte Stück, was wir als nächstes spielen. Aber natürlich ist es der Trick und es ist nicht das letzte Stück, es ist das vorletzte Stück. Und das Stück ist auch von Finn, es heißt Nyota. Und wenn ich mir das richtig gemerkt habe, ist es Afrikaans und steht für Sternenklar. Ich sehe jetzt zwar gerade nicht den Sternenhimmel, aber vielleicht trifft das ja zu. Und ja, Nyota.
Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Stück. Zu einem Stück, das nicht von uns beiden geschrieben wurde, sondern von Jimmy Webb, und zwar The Moon is a Harsh Mistress. Aber bevor wir zu dem letzten Stück kommen, möchte ich einmal Danke sagen an Monika, Christiane, Joachim, Ernst, Jan und Christopher. Und natürlich sind das nur einige Namen. Ich möchte auch den ganzen 80 Leuten, die da anscheinend immer noch live zuschauen, wir haben eine sehr stabile Zuschauerzahl, Danke sagen. Aber nicht nur denen, sondern auch den ganzen Team der Jazz Federation, alle, die hier beteiligt sind. Ich kann da gar nicht die ganzen Namen aufzählen. Und 255 Euro sind zusammengekommen. Das ist wunderbar. Und wir beenden das Stück mit The Moon is a Harsh Mistress. Und ehrlich gesagt, die zwei Punkte, die hinter uns waren, haben mich schon so ein bisschen daran auch erinnert und haben mich, auch wenn es das Ende ist, mich trotzdem positiv auf das Ende eingestimmt. Und so beenden wir das jetzt. Aber danach, wenn ich mich nicht täusche, folgt auch noch eine kleine Gesprächsrunde. Und bleibt also noch dran. Thank you.
Ich habe mich gefragt jetzt beim Zuhören, wie ist es für euch in der Vorstellung von dem, was ihr macht? Seht ihr euch als zwei Musiker, die jeder ein einzelnes Instrument spielt, oder zwei Musiker, die auf einem sichtbaren Instrument jeder mehrere Instrumente spielt? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Ich würde noch was hinzufügen, und zwar zwei Leute, die zwei Instrumente spielen und dadurch vielleicht noch etwas mehr dadurch kreieren. Mhm. Durch den Zusammenklang vielleicht noch ein drittes Instrument von der Vorstellung. Ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, dass ich mehr Stimmen als nur zwei Stimmen gehört habe. Ganz oft. Und das ganz viel mitgeschwungen hat, was nicht direkt hörbar war, aber sozusagen in der Negativform. Kann das sein? Nee, das war ganz richtig. Ja. Ich glaube, da waren durchaus auch viele weitere Stimmen. Aber auf jeden Fall mehr als nur zwei Stimmen zu hören. Und das ist auch so ein bisschen der Gedanke, dass wir diese Klangmöglichkeit auch noch weiter nutzen und nicht beim Duo nur praktisch zwei einzelne Stimmen, zwei gleichklingende Stimmen und da dann Schluss machen, sondern vielleicht noch versuchen weiterzugehen. Okay. Wie klingt das in 2 Jahren? Das ist eine gute Frage. Wie soll es klingen in 2 Jahren? Vielleicht auch noch reduzierter. Das kann sich in alle Wege eröffnen, dass wir beide vielleicht gar nicht mehr auf vollen Klang aus sind, sondern auch auf möglichst wenig gleichzeitig zu klingen haben. Aber jetzt gerade ist auf jeden Fall die Richtung, wahrscheinlich möglichst voll zu klingen und ja. Ist man versucht, wenn man zu zweit spielt, mehr zu spielen, als man spielen würde, wenn noch mehr Musiker dabei wären? Mehr im Sinne von Notenmaterial? Dichter. Ja, genau, mehr Noten einfach. Weil ja keine anderen da sind, die spielen. Man hat auf jeden Fall einen Raum, den man füllen kann, der sonst durch die vielen anderen Instrumentalistinnen gefüllt werden würden. Und
Jetzt haben wir die Option, den entweder auch zu füllen oder tatsächlich den Raum machen zu lassen, was er möchte. Was ist schwerer, den Raum zu füllen oder ihn leer zu lassen? Ich denke, am Anfang war es auf jeden Fall schwerer, damit zurechtzukommen, dass da ein leerer Raum ist. Aber wenn man sich darauf eingespielt hat, würde ich gar nicht mehr davon sprechen, ob es jetzt schwer ist oder einfacher, irgendwas davon zu machen. Klar. Was sagt Finn? Was sagt Finn? Weiß ich nicht. Wie ist deine Perspektive? Ehrlich, ja, die gleichen Worte. Man hat halt im Duo einen Raum, den man, viel größeren Raum, der, das ist halt, das war halt zu Beginn schon eine Herausforderung, Ja, den dann ja. auch zu füllen oder was man mit dem großen Raum anfangen soll. Ja. Aber merkt man dann auch, dass kommt irgendwann der Punkt, wo man auch überlegt, was ist denn wichtiger, die Töne oder die Pausen? Oder ist es keine bewusste Überlegung? Nicht wirklich eine Nee. bewusste Überlegung, würde Okay. ich sagen. Nee. Aber ja, die Pausen haben auch in der Besetzung, würde ich sagen, auch eine sehr große Bedeutung, weil man auch den Raum dann lässt. Ja. Ich fand es faszinierend zuzuhören, was ihr gemacht habt jetzt. Also diese Bandbreite von Dichte und weniger dicht und viel und wenig. Es hatte was sehr orchestral. Es war total schön zum Zuhören. Ich freue mich schon, das nochmal zuzuhören. Ja. Danke euch für die schöne Musik. Danke allen fürs Zuhören. Danke an Jian Zhang für die tolle Inszenierung. Danke an Hendrik Schacht für die Kamera. Danke Julian André für den Ton. Danke euch fürs Dabeisein. Auf hamburg.stream könnt ihr das Projekt und die Musiker weiterhin supporten. Wir bleiben dran. Wir bleiben hier für euch. Kommt gut durchs Jahr. Und am Mittwoch gibt es das nächste Konzert mit Jörg Hochapfel und John Hughes, Klavier und Bass. Bis dahin, habt gute Tage. Auf Wiedersehen.